Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Sirim. Jetzt geht's weiter mit dem Fußballmanager 19. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ja, jetzt geht's weiter mit den ersten FC Demmin. Ja, wir hatten zuletzt gegen Wodenick gespielt und haben wir 1:0 gewonnen. Ja, coole Sache. Ja, unser nächster Gegner ist Alpen Treptow. Aber das ist kein Liga Spiel, sondern ein Pokalspiel. Unser erstes Pokalspiel mit den ersten FC Demmin. Ja, mal schauen wir mal. Die haben eine Durchschnitts- oder Mannschaftsstärke von 463. Ja. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben, ne? Okay. Ich würde mal sagen, ja, bevor wir so richtig losstarten, wir haben ja, ich muss hier mein Trikot ja ändern. Ja, und da hatte ich ja das Sponsor-Logo entfernen müssen, wegen dieses Artikel 13 und ne, was vielleicht kommt und so. Und ich habe mich lange überlegt, die letzten Tage, Sponsor. Ja, ich habe den besten Sponsor überhaupt für den ersten FC Demmin. Und zwar, ich gehe mal hier auf. So, passt mal auf. Ich möchte im Auswärtstrikot sieht das ein bisschen besser aus. Kann man das ein bisschen sehen? Ich hoff's. Ja, den besten Sponsor überhaupt. Also sprich ich. Ich find's cool. Mit meinem Namen so drauf. Mal gucken, wie das im Spiel so wirkt. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir rein in die Woche. Eine Runde golfen. Ja, jetzt hakt ein bisschen. Ja, jetzt geht's weiter. So, eine Runde golfen wollte ich bitte. Geht nicht, habe ich schon. Alles klar. Gut, dann geht's rein in die Woche. Wenn was Wichtiges passiert, schalte ich früher ein. Sonst sehen wir uns am 25. Sprich am Dienstag. Na gut, dann mal los. Der erste FC Demmin gegen FV Alpen Treptow. Wir spielen es ja zu Hause im Waldstadion. Jo, 631 Zuschauer werden erwartet. Jo, schauen wir mal. Ja, zack. Kein Topspiel. Skandalös. Ja, und Böck. Oh nee, unser Torwart hat sich verletzt. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Und Lukas Becker hat keinen Bock, oder was? Fangen wir von unten an. Lamberts ist angeschlagen. Ja, den wollen wir natürlich nicht einsetzen. Hebisch ist wieder fit. Ja, Bürgner fällt 7 Tage aus. Unser Torwart. Ajoi, super. Bisi ist auch noch angeschlagen. Och nee. Das ist ja schade. Muss Pfeiffer rein. Und Becker hat keine Lust. Der Becker hat keine Lust. Ich fasse das nicht. Dann machen wir Hebisch rein. Hebisch könnte zur Not auch ein Verteidiger. 25 ist ja nicht doll, aber zumindest etwas. So. Jetzt ist die Frage der Fragen. Wir haben bloß zwei Torwarte, ne? Ja. Dann gehen wir mal in Jugend rein. Gucken wir mal, was wir da machen können. Rein theoretisch. Nischt. 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 Okay. Den Matthias kann ich noch nicht hochholen. Ist sogar 15. Wann kann ich ihn denn irgendwann mal hochholen? Oh, das dauert noch. Das dauert. Gut, dann müssen wir mit ein Torwart leben. Denn nehmen wir jetzt Lamberts nämlich nicht mit. Nehme ich noch einen Stürmer mit. Ah,
Kron nehme ich mit. Ich nehme einen Kron für Böckner. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir rein im Spiel. Nee. Taktik. Schlecher, das bleibt alles so. Wir müssen überlegen. Überlegen wir mal jetzt kurz. Sturmtank Knützinger. Wollen wir ihn drin lassen? Das passt. Wollen wir ihn drin lassen? Ich würde mal ganz spontan sagen. Ja, nee. Obwohl. Ich lasse den erstmal drin. Und dann werden wir sehen. Ja, gut. Haben wir das auf 100? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Ja, haben wir. Gut. So, und dann geht's raus. Raus auf dem Feld. Ja, bin ich mal echt gespannt, wie... Ja. Das Bild da aussieht im nahen 3D-Spiel von dem neuen Hauptsponsor. ja, geht raus und spielt ordentlich Fußball, ne? Also wir kommen, glaube ich, nicht so wirklich weiter. Aber, ja, guck mal. 110 Punkte mehr, ne? Ja, die schlachten uns ab. Das sehe ich heute genauso. Sieg ist nicht möglich, sehe ich nicht, aber geht raus und spielt ordentlich Fußball. Alpentreptro. Mann, schauen wir mal. So, ein Schluck trinken. Und dann geht's los. Dann geht's los. So, Termin. Zeig, was du kannst. Also ich habe mit Demin ja ziemlich viel vor, ne? Also erste, so obere Tabellenspitze wäre nicht schlecht. Erster Angriffsversuch seit der Alpentreptow. Minge kommt nicht ran. Weidenmülle. Ecke. Oh Gott. Zweite Minute. Pfeiffer, du machst das. Ich glaube an dich. Knapp. Guter Schuss. Aber vorbei ist vorbei, ne? Fünfte Minute. Weidenmüller macht das echt gut. Auch die letzten Spiele hat er mir recht gut gefallen. Hat zwar, glaube ich, schon ein Eigentor mal gemacht. Aber ist alles in Ordnung. So, Hans Knützinger. Was macht Knützinger? Verliert. Diesen Zweikampf. Dietz noch immer, ja, schießt Jansch an. Hertel, ja, und Hertel hat eine Menge Platz. Pfosten. Minge, Knützinger, Weidenmülle, kommt nicht so wirklich ran. Hertel, schon wieder Hertel. Ah, wieso Hertel?
verabschiede 1-0. Das war nicht so schön. Härte. Ich habe auch gar nicht hier eingestellt. Härte. Und Hans bewacht bitte auch Härte. Nee, machen wir hier Sonnenbewachung. Ja, 1-0. Durch Flügel. Härtel mit der Vorlage. Staber. Oh, verkehrt. Hans Weidenmüller. Komm, die gelbe Karte. Was? Keine gelbe Karte? Warum das denn nicht? Hans. Ah, Salese. Weidenmüller macht das echt gut. Minge. Hertel schon wieder. Weidenmüller muss aufpassen. Pfeiffer macht das gut. Jetzt Knützinger. Uiuiuiui. Hertel. Was macht Hertel? Ja. Weidenmüller haut irgendwie aus dem Ball erstmal raus. Pausch gibt ab zu Hertel. Ah, was macht er denn da? Nie. Ja, ich glaube, da müssen wir noch mal ran. Müssen wir doch eine Zweierspitze machen. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Oh. Überhaupt nichts mehr zu verlieren. 2-0. Aber wenn wir jetzt ausscheiden, macht das auch rein gar nichts. Dietz. Maron. Härte. Weidenmüller, uiuiui, nie, nie, och, nie, och. Alpentreptow. 2-0. Ich fasse es nicht. Gut, müssen wir irgendwas an irgendwie umstellen. Lass uns mal 4-4-2 Raute machen. Stecher. Stecher kommt raus. Nehme ich Hebisch rein. Lass uns mal so weitermachen. Lass uns mal so weitermachen. Macht es so, wie wir im Training das einstudiert haben. Oder ich weiß, dass ihr das besser könnt, Leute. Das weiß ich. Dann geht's weiter. Dietz. Janscher. Ja. Machen wir erstmal mit die Frische. Janscher kriegt eine Massage. Minge und Knützinger. Und dann Dietz kriegt eine Kritisierung. Es ist hart, aber in Ordnung. So, so machen wir das. So und nicht anders. Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Hebisch.
Hans holt sich den Ball zurück. Dietz. Weidenmüller macht das echt gut heute. Ich dachte schon. Dachte gerade, der geht rein. Muss ich noch schon auf 100% stellen. Bisschen vorsichtig. Müssen wir keine Angst haben. Nee, Sturmtank möchte ich nicht. Dann lass uns mal hier gucken. 3. Das passt so. Das passt so. Ja. Nächste Transferphase müssen wir ein bisschen in der Tasche greifen, würde ich mal sagen. Dietz. Dietz hat freie Bahn. Dietz hat eine freie Bahn und macht das 2:1. Jawohl. Sehr schön. Weidenmüller, Hans, Dietz, Knützinger. Menge. Ja, hätte man, glaube ich, als Vorteil laufen lassen können. Okay, bis jetzt 2:1. Für Alpen Treptow, erste Wechsel seitens des Alpen Treptow. Wir könnten uns mal auch überlegen, ob wir auch eine Auswechslung tätigen könnten. Gilbert für ihn hier. Frischen Stürmer. Wird, glaube ich, nicht schaden. Janscher kommt nicht ran. Minge könnte, ja, Minge, ja, Minge, hatten noch irgendwie. Irgendwie, aber nur irgendwie. Pausch könnte abgeben. Knützinger kommt irgendwie gerade so noch ran. Oh Mann. Hertel. Pausch. Ja, Auswechslung. Gilbert kommt rein. Janscher geht. Einmal Auswechslung. Ja, Auswechslung können wir noch tätigen. Gilbert, da ist er schon am Ball. Er könnte abgeben. Er macht auch auf Dietz. Ja, Hilbisch. Was war das gerade für eine Aktion? Ist das 11 Meter oder? Ja, 11 Meter. 11 Meter. Haben wir doch noch eine Chance? Oh! Vorbei. Vorbei. Dietz. Was macht Dietz? Dietz. Ja, ich glaube, 4-4-2 ist, glaube ich, besser gewesen, ne? War eine gute Wahl. Pausch. Jo. Eine Auswechslung. Können wir noch machen. Ich würde mal sagen, einen frischen Innenverteidiger. Oder.
Ja, würde ich schon gerne machen wollen. Für Ertel. Weidenmüller. Hans, was macht Hans? Stört erstmal kurz den Angriffversuch. Ertel haut den Ball erstmal raus. 2 Minuten sind noch. Jupp. Und abseits. Ja, ist Auswechslung, aber naja, ist reine Formsache. 2-0, 2-1 verloren. Ja, jetzt kommt noch eine gelbe Karte hinterher. Dietz könnte jetzt noch den letzten Angriffsversuch starten, irgendwie, aber ne, das war's. Das sieht cool aus. Mir gefällt's. Vorteil. Oh Leute, die 2 Minuten sind doch schon längst oben. Hebisch. Ja, Feierabend. Sehr schön. Fein, fein. Fein, fein. So, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Ja, 2-1 verloren. Schade. Sind wir beim Pokal nicht mehr dabei. Herr von YouTube, eine sehr unglückliche Niederlage Ihrer Mannschaft. Woran hat es gelegen? Das ist eben Fußball. Wir haben diverse Chancen und machen kein Tor. Aber die haben eigentlich keine Chancen und treffen ständig. Nee. Wir haben einfach zu viele Chancen vergeben. Normalerweise machen die mein. Ja. Ja. Das ist Quatsch. Okay, egal. Verloren ist verloren. Und von daher. So, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. In der nächsten geht es dann weiter in der Liga. Können wir das sehen? Ja, gegen SV Lötz. Na, bin ich mal gespannt. Ich würde mich für einen Daumen hoch freuen. Ich würde mich für einen Kommentar freuen. Und wenn du nächste Folge wieder einschaltest, Scouting unten. Mach ich das mal weg? Ja, so, ich bin jetzt wie weg und tschüssi.